Hallo, funktioniert das jetzt hier einigermaßen? Oh Gott, Hilfe, was ist das? Okay, ja. Ja, scheint zu funktionieren. Wunderbar. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wie man unschwer erkennen kann, zu einem Real-Life-Video. Ja, tatsächlich, es kommt auch mal wieder vor. Ich habe lange kein Real-Life-Video mehr gemacht, weil ich persönlich eigentlich kein großer Freund davon bin, mich vor der Kamera zu zeigen. Nicht unbedingt, weil ich kamerascheu bin, sondern eigentlich vielmehr, weil ich immer das Gefühl habe, es interessiert die Leute nicht. Es interessiert die Leute nicht, was ich privat mache. Ich habe häufig das Gegenteil bestätigt bekommen von euch, aber irgendwie weiß ich nicht, es ist ganz komisch. Aber wenn ich da mal ein Real-Life-Video mache, dann hat das natürlich auch einen gewissen Hintergrund und so natürlich auch heute. Denn ich bin auf eine ziemlich gute Idee gekommen, wie ich glaube, und habe mir gestern was auf Amazon bestellt, was direkt schon heute angekommen ist, was ich heute direkt auch ausprobieren möchte. Und zwar einmal das hier und einmal das hier. So, jetzt fragt man sich natürlich, ey, Moment mal, Dagi, was soll denn das überhaupt sein? Was ist los bei dir? Was erzähl doch mal. Kein Problem, Leute, ich zeige es euch sogar. Und zwar habe ich mir ein Messer geholt, um Ron abzustechen. Geil! Nein, nein, war Spaß. Natürlich nicht für Ron, sondern ich habe damit etwas anderes, sehr Besonderes vor, ja, was man jetzt wahrscheinlich noch nicht direkt erahnen kann, aber kein Problem. Dafür kommt nämlich das nächste Utensil, und zwar dieses Mäppchen hier. Und dieses Mäppchen beinhaltet etwas, wie man eventuell schon ahnen könnte, und zwar das hier. Das ist ein Schnitzset. Ein Set aus 10, 12 verschiedenen Schnitzmessern. ich kann ja mal eine so zeigen. Da sieht man das. Kamera, stell mal bitte scharf. Kamera, stell mal bitte. Kamera, hallo. Kamera. Hallo. Sag mal. Sag mal, du warst teuer, Kamera. Was soll denn das? Nö, will nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Schnitzmesser. Und dieses Schnitzmesser ist eben dafür gedacht, um Holz zu bearbeiten zum Beispiel. Die sind ultra scharf, die Dinger. Und meine Aufgabe ist es heute, mit euch in den Wald zu fahren. Wir suchen uns Stöcke. Wir werden heute versuchen, eigene Zauberstäbe zu craften. Kann man ja schon fast sagen. Und ich denke, das wird ziemlich cool. Ich werde euch natürlich im Wald wieder voll quatschen. Das war jetzt nur eine kurze Anmoderation. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich im Wald rumtanze. Bis gleich! Also hier hätte ich auf jeden Fall schon mal einen Stock, der sich wahrscheinlich ein bisschen als Zauberstab eignen würde. Da liegen auch noch mehr als alles so Todesgehölz oder so. Wir gehen gleich natürlich nochmal direkt in den Wald und gucken da nochmal. Wir werden bestimmt noch so Eichenholz oder so finden, ganz sicher, Leute. Bin ich mal gespannt. Weiter geht's. Ich muss jetzt auch mal dazu sagen, dass ich mich ein bisschen beeilen muss, weil es wird langsam dunkel. Also die Sonne geht gerade unter. Ich weiß nicht, ob man das hier im Hintergrund eventuell schon sehen kann. Also da sieht man auf jeden Fall die untergehende Sonne und deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. Leute, jetzt habe ich, glaube ich, hier einen richtig guten gefunden. Der hat auf jeden Fall die richtige Stärke. Also ist ungefähr so dick wie mein Zeigefinger. Also ungefähr zumindest. Und da kann man bestimmt auch ein bisschen was reinarbeiten. Also ich bin mal sehr gespannt. Den werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Und ja, gehen wir mal weiter. So, Leute, ich habe hier einen richtig fucking alten Baum gefunden. Ich wollte euch das einfach mal kurz zeigen. Guckt euch mal dieses Teil hier an. Das ist ja mal ultra geil. Das ist richtig heftig. Man kann hier sogar richtig reingehen. Wartet mal. Traue ich mich da? Oh Gott. Leute, das ist voll gruselig. Guckt mal. So, also hier seht ihr jetzt den Baum. Also richtig uraltes Teil. Und kann man da tatsächlich mehr oder weniger reingehen. Boah. Das ist übel. Das ist ziemlich übel. Und gleich sind wir im tiefen Wald, wobei ich mittlerweile irgendwie ein bisschen Angst habe, dass es bis dahin schon zu dunkel ist. Wir haben jetzt knapp 17 Uhr und um ungefähr 5:30 geht immer die Sonne bei uns unter hier. Und im dunklen Wald bei Nacht oder am Abend
Ich habe da nicht so unbedingt mega Bock drauf. Aber bisher haben wir nur einen Zauberstabstock und da muss noch was gehen, Leute. Da muss noch was gehen. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir da noch mehr finden. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. Mal gucken. Und es ist kalt, Leute. Es ist unglaublich kalt. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. So, jetzt aber wieder Cut. Leute, wir wünschen uns ja alle den Frühling her. Und guckt mal, was ich hier gefunden habe. Ihr werdet es kaum glauben. Ta-ta-da-da! Die ersten Krokusse in diesem Jahr, die ich gesehen habe. Alles Klärchen, da unten sind auch noch welche. Mega schön. Ich liebe ja den Frühling. Und ja, dann hoffe ich mal, dass er bald kommt, ne? To be like the rest of us. I've been waiting so long for the storm to arrive. I know that is in ya, I know that is in ya. Dancing away with the world in your eyes. Oh, goodbye Virginia, goodbye Virginia. Winking your toes. You got eyeballing down to an art that is working too well in me. So, also falls ich ein bisschen fertig aussehen sollte, dann liegt das auf jeden Fall daran, dass es hier schon scheiße kalt ist und ich kaum noch meine Finger spüre und ich kann kaum noch reden, weil mein Mund eingefroren ist. Also ich... Ist schon echt übel. Aber egal, Leute. Einen Zauberstab haben wir ja mittlerweile. Also einen Zauberstab Holz. Bin mir leider nicht ganz sicher, was das für ein Holz sein soll. Ich glaube persönlich, dass das Haselnuss oder so sein könnte. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Das werde ich zu Hause nochmal überprüfen. Und ja, gehen wir einfach mal weiter. Ich gucke mal, ob ich hier noch ein bisschen mehr finde. Weil das Problem in der ganzen Geschichte ist ja nicht, irgendwelche Hölzer hier im Wald zu finden. Weil ich meine, guckt euch um. Also, Hölzer finden ist jetzt hier nicht unbedingt das große Problem. Aber da ich ja ein sehr naturbewusster Mensch bin und auch ein bisschen auf die Umwelt achte, möchte ich natürlich keine lebenden Bäume ihrer Äste entwürdigen, sondern nur tote Äste nehmen. Und ja, deswegen muss ich hier ein bisschen gucken, aber ich denke, es wird sich schon noch was finden lassen. Oh, goodbye Virginia, goodbye Virginia. So, also ich bin jetzt hier seit über einer Stunde im Wald und laufe jetzt hier gerade durchs Unterholz, also abseits der Wege, und leider immer noch nicht so wirklich fündig geworden nach weiteren Zauberstabhölzern. Entweder die sind morsch oder zu kurz, zu dünn oder sonst was. Also der hier, den ich schon gefunden habe, ganz am Anfang, der ist perfekt, auf jeden Fall. Der ist nicht zu weich, der ist nicht zu fest und der ist in einer schönen Dicke und einer schönen Länge. Und ich mag gar nicht glauben, dass ich hier gerade über Zauberstäbe rede. Ja gut, ich werde jetzt hier nochmal kurz durchs Unterholz laufen. Man sieht es jetzt hier im Hintergrund wahrscheinlich schon. Also ist sehr, sehr verwuchert hier und die Kamera will nicht. Ich denke, ich hätte jetzt nur eine halbe Stunde hier rumsuchen. Vielleicht finde ich ja noch einen. Wenn ich keinen finde, dann habe ich auf jeden Fall einen. Und dann werden wir damit auf jeden Fall, denke ich, schon was erreichen. Ich bin sehr gespannt. Halbe Stunde gebe ich den Ganzen hier noch. Boah, Leute, ich glaube, wenn man langsam schon nicht mehr die Kamera bedienen kann, weil die Finger eingefroren sind, dann sagt mir das Wetter auf jeden Fall, dass es Zeit ist, nach Hause zu fahren. Ich habe leider in der ganzen Zeit wirklich nur einen Zauberstab Holz gefunden, was wirklich gut dafür geeignet ist. Denke ich jetzt einfach mal. Und damit werden wir auf jeden Fall versuchen, was hinzukriegen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber ihr seid auf jeden Fall live dabei. Und es wird jetzt auch schon langsam wirklich dunkel, wie man vielleicht sehen kann. Und da möchte ich ungerne eigentlich draußen im Wald sein, bei den ganzen Riesenspinnen. Zentauern und so. Mami! So, wie ihr seht, bin ich jetzt hier schon fleißig dabei. Habe auch schon ein bisschen was entfernt, habe diese komische Spitze hier oben abgemacht. Nee, das geht leider nicht so gut.
habe jetzt hier schon ein paar Probearbeiten gemacht. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Ich bin ein absoluter Amateur, ein absoluter Nichtskönner, absolut Dagi-dumm. Aber probieren geht bekanntlich über Studieren und ich mache jetzt hier einfach mal weiter und guck mal, ob das vielleicht irgendwas wird. Ob ich jetzt gerade irgendwie was richtig hier mache oder ob ich hier komplette Kacke mache, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber was wir ja versuchen müssen, ist, zur Spitze hin dünner zu werden. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier etwas mehr Druck aufbauen gegen Ende. Wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus. Und den Griff möchte ich gerne in dem Naturholz belassen, also mit der Rinde noch dran, denke ich. Ich probiere mal weiter. So, nachdem ich jetzt hier so das Gröbste entfernt habe und wir schon sehr, sehr viele Holzspäne angesammelt haben, würde ich sagen, probieren wir es jetzt einfach mal mit diesem Holzschnittset. Den Link packe ich euch übrigens unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr das nachmachen möchtet, gerne. Das ganze Set hier hat, glaube ich, 20 Euro gekostet, also ist noch im ertragbaren Bereich. Und wenn ihr das über meinen Link kauft, unterstützt ihr mich gleichzeitig. Ich schaue jetzt nur gerade mal, welche am besten wäre. Seid aber auf jeden Fall unglaublich vorsichtig, denn diese Dinger sind fucking scharf. Oh ja, die sind wirklich scharf. Ich weiß nur halt gar nicht, wie ich damit vorgehen soll. Ich glaube, den Griff werde ich damit als allererstes mal bearbeiten. Ja, Leute, also ich habe mein Bestes gegeben, aber das ist wirklich, wirklich nicht so einfach. Ich muss sagen, diese Teile hier sind auf jeden Fall gut und sie sind scharf, aber für runde Sachen wie so ein Zauberstab ist das eher schwierig, muss ich sagen. Also Müll habe ich hier auch jede Menge, wie man sehen kann. Oh, jetzt habe ich das hier alles rein. Oh Gott. Und das hier ist der Zauberstab jetzt in der Sekunde. Also ich muss sagen, er gefällt mir an sich schon ziemlich gut. Wartet mal, ich mach mal. So, jetzt sieht man mich ein bisschen besser. Ich muss sagen, der Zauberstab gefällt mir an sich schon gut. Nur man muss sagen, mein kunstvoll gearbeiteter Griff ist leider nicht ganz so kunstvoll, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich werde versuchen, den noch ein bisschen schöner zu machen in den nächsten Videos, die ich machen werde. Ich werde nämlich häufiger jetzt solche Zauberstab-Videos machen, um einfach zu gucken, ob ich diesen Zauberstab zu einem richtig guten hinbekommen werde. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich hoffe es sehr, denn Verbesserungspotenzial ist bei dem hier definitiv noch da. Definitiv. Und deswegen würde ich sagen, Leute, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu generellen Real-Life-Videos in die Kommentare. Findet ihr das cool, wenn ich solche Videos mache? Findet ihr das eher weniger unterhaltsam? Schreibt mir dazu eure ehrliche Meinung unten in die Kommentare und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob euch das Prozedere hier mit dem Zauberstab gefallen hat und ob ihr das auch nachmachen werdet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag. Macht was draus und ciao, Leute!